Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, an der Stelle nochmal Dankeschön an alle Unterstützer. Ich hoffe, ihr habt Spaß, genauso wie ich hier an dem Spiel. Wenn es der Fall ist, natürlich gerne weiter unterstützen, ne? Mit einer kleinen Bewertung. Was ist das hier? Das wird wahrscheinlich auch nur dafür sein, dass ich die Leute angreife? Wahrscheinlich, oder? Jetzt habe ich es natürlich direkt schon genommen. Ah, schade. Hätte ich natürlich gerne gesehen. Kriegen wir bestimmt nochmal eine Chance dazu. So, her mit der dicken Kiste. Was haben wir hier Schönes? Griffe, die das Chaos anfachen, die das den Klingen selbst innewohnt. Die Vernichtung eines Gegners nährt, spart das... Okay, alles klar. Gut, dass du es einfach wegklickst. Danke, Spiel. Vielleicht kann ich nicht so schnell lesen. Was machst du denn dann? Diskriminierung, Freunde. Das ist Diskriminierung. Den Leuten gegenüber, die nicht schnell lesen können. Ich dachte, hier wird jeder bedacht heutzutage, 2022. Naja. So, okay, lass mal ganz kurz gucken. Welche brauchen wir denn? Also, ich sag mal... PBN. PBN, damit ich mir das merken kann. PBN, 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 PBN. Okay. Ja. Freunde, checkt doch auf jeden Fall auch gerne das Gewinnspiel von meinem Partner ab. Link in der Videobeschreibung. Für den Game eurer Wahl gewinnen oder gut haben. So, das stimmt auf jeden Fall schon mal. Da müssen wir das stoppen. Wo ist aber die andere Wasserquelle? Obwohl, kann ich das einfach da... Ja, ich sehe es nicht richtig. Das könnte das P sein. Oder das N. Nein, das stimmt schon. Okay. Dann hier oben noch. So. Wo war das denn? Ah, das stimmte doch schon. Hab ich sie jetzt wieder geschlossen? Nee. Jawohl, ich hab's. Ich bin ja so cool, Mann. Ja, damit. Ah, das ist bestimmt für Rage, oder? Ja. Okay. Gibt aber ganz schön viel direkt, oder? Ja, warte mal, da waren wir. Ist hier noch irgendwas? Yes. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Okay. Unsichere Wege. Vorsicht, Reisende. Sicher, dieser Wege führt nach Neovilir. Aber er führte auch zu unsäglichen Gefahren. Wer sich auch nur einen Hauch um die eigene Sicherheit schert, sucht sich einen anderen Weg zur Stadt des Eisens. Wessen Reise von Erfolg gekrönt ist, soll zu mir kommen, damit ich weiter sagen kann, welchen Weg man nehmen kann, ohne von etwas Hungrigem, Wütenden gehäutet zu werden. Durelin. Das war wohl alles hier. Ziehen wir weiter? Oh, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil, dass er die Info droppt. Ich verlasse mich jetzt aber auch drauf. Das ist nice, das ist nice. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen chilliger zu erkunden, ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht, ey, wo waren das jetzt hier? Rätselhilfe? Ne, warte mal. Seid ihr jetzt? Wo waren das? Irgendwo konnte man doch das aktivieren? Dauerhafter Punkt? Ne, das war das nicht. Navigationshilfe? Ich glaube, das war das. Was ist denn das hier? Kann, glaube ich, nicht schaden, oder? Warte mal. Ja, okay. Ah, ich glaube, das kann nicht schaden, wenn ich mal irgendwie auf dem Schlauch stehe oder sowas. Obwohl nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe ja jetzt nur im Stream ganz kurz mal die ganzen Optionen durchgeklickt. Da gibt es ja so viele Optionen, das müsste ich mir eigentlich mal in einer ruhigen Minute mal reinziehen nochmal. Was man da so alles einstellen kann. Okay, da ist jetzt wieder so ein Fass. Soll ich das mitnehmen? Oh, okay. Jetzt habe ich einmal den rechten Stick gedrückt. Dann wendet er sofort das Boot. Er guckt nicht nur dahin, sondern er wendet sofort. So, warte mal, ich drück nochmal. Ja. Okay, ja. Na, keine Ahnung. Na schon. Weil es jetzt nicht irgendwie zufällig Probleme macht im Kampf oder so, wenn man aus Versehen da drauf ist. Als wolltest du Tier als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter.
Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Ich frage mich sowieso, ob ihm nicht offenbar viel zu warm ist. Müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Oder? In Atreus Rüstung wird mir viel zu warm hier in der Gegend. Nächster! Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Ja, kommt der Lümmel nochmal raus, oder was? Ah, okay. Geschafft. Mal sehen, was er hat. Zerbrochene Rune. Einiges. Da war ganz schön viel am Start. Hey, Vater. Da oben. Die Hälfte hätten wir. Es muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Ja, ich seh's doch schon. Das Erkunden macht auch direkt Bock. Man ist direkt wieder mittendrin. Nächster! Komm her, hier! Sau, du, ey. Der Grimm sitzt da ganz oben. Mist! Vorsicht, längs! Ja, voll gegen den Schädel, ey. Ich muss mal ein bisschen besser auf meine Lebensenergie achten, ey. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Bevor ich hier rum experimentiere. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was ist das hier? Okay. Das. Okay. Okay, ganz normales Werfen. Ohne Frost aktiviert. Wirbelsturm. Oh, keine Ahnung, vielleicht mache ich mir jetzt auch schon zu viele Gedanken. Vielleicht sollte ich einfach mal zocken und dann später gucken, was noch so fehlt, weißt du? Vielleicht so einfach. Vielleicht einfach so. Warte mal, was kann ich denn hier Schönes kaufen für die Klingen? Ja, komm. Sparen wir erstmal. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ach, sag bloß. Der Klotz senkt sich ab. Lass doch die andere Kette natürlich, zum natürlich, Ziehen. Natürlich, natürlich. Aber wir kommen wir dran. Naja, das war zu kurz. Ich muss ja die Kette wieder abballern. Noch was treffen? Ist ja gut, ey. Ist ja gut. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ja, aber wie? Ich glaube, ich mache es schon wieder zu kompliziert, oder?
Ja. Ich glaube, ich muss einfach nur, oder? So. Ich glaube, ich muss schnell sein, einfach. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Yes, sir. Sehr gut. Nächstes Mal nicht so kompliziert, Mensch. Siehst du von dem Klotz aus was? Achso, ja. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Bruder, wir sind schon weiter. Wir sind schon Eins weiter. Von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall kreischend durch die Lüfte fliegen. Auch durch die Meere schwimmen sie und übers Land sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin, unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt, ihr Haar trägt die Farbe vom Blut, so rot. Verbotene Orte sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein? Die mehr ist, es den Anschein hat, die ihr Volk retten will, ganz allein. Und diese Bestien erschlägt in der Tat. Keine Ahnung. Du solltest alle sammeln, die du findest. Ja, soll ich alle sammeln? Okay. Ich probier's. Ich werde versuchen, mich so gut zu umzugucken, wie es geht. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Dieses Erdbeben vorhin, ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Atreus, da vorn. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Mid-Avenir. Okay, die rennen ja alle direkt weg. Hey, Zwerge! Oh, sie rennen weg. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam. Sieht es nice aus. Mit Fischen müsst ihr aber nicht noch mehr uns werfen hier, oder? Das muss ja nicht sein jetzt. Junge, richtige Alter, was ist jetzt los? Ich bin Fliegeralarm, ja. Hey, können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. Falls sie uns reinlassen. Ja. Die Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Da kriegen wir bestimmt irgendeine Fähigkeit. Ihr braucht keine Angst haben, aber ich mach trotzdem eure Sachen kaputt. Von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Für Hacksilber. Oder gefürchtet. Ja, das Odin-Design ist auch relativ unspektakulär jetzt so, das, was wir gesehen haben bisher, oder? Er sieht einfach aus wie so ein Opi bisher, aber ich denke mal, der wird noch zeigen, was er drauf hat. Oder was meint ihr?
Yes. Wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben. Ich bin ein muskelbepackter Glatzenmann mit einer riesen Axt. Ach, 2 von 48 erst. Hallo. Na, gut. Ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Einkaufsliste. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Engpässen hören. Die Asen haben genau das, was wir brauchen. Meine Arbeit sollte nicht darunter leiden, dass es ihnen Spaß macht, uns Dinge vorzuenthalten. Mein Gott. Wie dem auch sei. Bla 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 bla. Das mit der Kiste ist wirklich eine coole Idee. Danke fürs Aufbewahren. Alter, so viel habe ich übersehen. Wo? Wann? Wie? Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas... Oh, in Aktion! So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Skalva. Wisst ihr, was auch klar ist? So wie die Kamera die ganze Zeit auf Atreus geht und dann erst auf Kratos, wir werden den bestimmt spielen können. Wir werden den bestimmt spielen können. 100% können wir Atreus bald spielen. Und ich will es euch nicht versauen, Mann, aber bin ich der Einzige, der Meinung ist, dass Atreus jetzt, so wie er aussieht, ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Joffrey aus Game of Thrones? So ein bisschen? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Gut, also, Dürling. Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut aus, oder? Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Stets zu den. Okay, Auferstehungssteine. Kratos kann jetzt Auferstehungssteine auf der Registerkarte speziell... Diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. Was hat das gekostet? Habe ich jetzt übelst viel ausgegeben? Ich weiß nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe es einfach nur gemacht. Was darf ich fertigen? Das ist geil. Das ist... Oh, das liebe ich, wa? Dass sie sich auch optisch verändern. Oder grübelst du über irgendwas? Darf ich mich mal hier umgucken, ohne ständig angemacht zu werden von der Seite? Was ist denn hier los, Mann? Okay. So, Arm. Haben wir nicht mehr genug? Hüfte? Bis zum nächsten Mal. Ich war noch nicht fertig. Falscher Knopf. Falschen Knopf gedrückt. Lass mal die Axt abchecken. Frostflamme haben wir nicht. Das müssen wir uns holen. Mehr Stärke bedeutet mehr Stärke vorne.
Ausklingen. Okay. Wie immer stehe ich dir stets zu Diensten. Gut, gehen wir natürlich kurz mal hier nach vorne, ne? Ist ja klar. Das holen wir jetzt mal eben. Noch ein Gedicht von Quasir. Quasir, der kleine Wurm. Ein erdachtes Gedicht von Quasi, Meister aller Poeten. Die Armeen versammelt, neun Krieger sollt ihr sein. Ausgeruht und gesammelt, lang wird der Krieg sein. Die Kugel hoch droben und Äste in der Hand, ein Schwung, ein Zusammenprall. Die Zuschauer stehen wie eine Wand. Neun Tage und Nächte kämpfen sie pausenlos, stoßen vor, warten ab. Sie wollen gewinnen, ganz groß. Bis irgendwann dann endlich der Staub es sich lichtet und eine Armee als Sieger dasteht und die andere vernichtet. Ey, die Musik ist voll chillig gerade, aber irgendwie so ein bisschen asiatisch angehaucht, oder? Boah, direkt Wangtang bestellen. Vorne, habt ihr schon mal Wangtang gegessen? Vorne, absolute Empfehlung. Wenn ihr natürlich gute in der Nähe habt bei euch. Puh, Junge. Geil. Schön frittiert. Geil, geil, geil. Ich glaube, ansonsten haben wir, glaube ich, hier alles, oder? Bis später, Sindri. Ehrenmann. Ehrenzwerg. Viel Glück. Danke. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, wow. Hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Ach. Was wollen die kleinen, ekelhaften? Die Taverne muss hier irgendwo sein. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Ja klar, warum nicht? Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu wenig. Okay. Ich bedauere vieles aus der Zeit, die ich in Svartalfheim verbrachte, aber mit dem allergrößten Bedauern denke ich wahrscheinlich an Grieb zurück. Grieb war eine erstaunlich zornige Zwergenschreiberin. Ihre wütende Abhandlung gegen Odins Finanzimperialismus hätten die Zwerge vielleicht zu einer regelrechten Rebellion angestachelt, wenn sie sie weiterhin verbreitet hätte. Als Wortakrobatin war sie mir mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Und ihre Leidenschaft und Wut verlangte jedem, der ihre Schriften las, Respekt ab. Als sie die Brandbombe nahm und Asenlager in Schutt und Asche legte, folgten ihr andere. Leider hat eine klare und laute Stimme den Nachteil, dass man sehr leicht zu finden ist. Propaganda konnte die Einherjar verkraften. Konnten. Brandstiftung eher weniger. Sie spürten sie auf und Grieb, sowie alle bekannten Exemplare ihrer Schriften, verschwanden. Ich hatte mir immer gewünscht, sie kennenzulernen. Ich denke noch oft an sie. Ich glaube, dass wir Freunde würden, wenn sie mich so kennen würde, wie ich jetzt bin. Subtilen Mitteln des Widerstandsgriff. Okay, ja, guck mal, hier, das ist... Oh Gott, ja, das ist ganz gut, dass ich das eingeschaltet habe mit der Wegfindung. Weil, wie gesagt, dann kann man immer schön in Ruhe die Ecken abklappern, wo nicht der Hauptweg ist, weißt du? Weil das... Darauf habe ich gar keinen Bock, ja. Dass man dann irgendwie was übersieht oder so und dann gibt es kein Zurück mehr, obwohl es wird es wahrscheinlich nicht geben hier in dem Game. Aber ist trotzdem chilliger. Entschuldigt die Störung. Wenn du was verkaufen willst, verschwinde. Wenn du nichts verkaufen willst, dann verschwinde bitte. Okay. Upsi. Wollte es nur mal getestet haben. Sorry. Okay.
Hinter dir, Vater! Oh, Junge, ich bin ja fast tot! Und jetzt müsste er ja, und macht er auch. Er zieht jetzt den Akku auf mich. Ganz ruhig hier. Ich glaube, das. Hallo? Sind Sie weg? Was hat er gerade gesagt? Was wollte er sagen? Dafür brauchen wir eine Spezialisierung? Oder was? Oder hat er das zu der Tür gesagt oder zu uns? Ich glaube, das hat sich gerade die. Ich glaube, das hat sich gerade überlappt. Er hat an der Tür geklopft und wollte uns gerade irgendwas sagen. Okay. Jetzt zeigt er aber in die Richtung. Da geht's auch weiter. Da aber auch. Tja, wo soll ich als erstes lang gehen? Ich habe keine Ahnung, ja. Aber wo bist du, Junge? Ist es dein Ernst jetzt? Ist es dein Ernst jetzt, Spiel? Mensch, Junge. Du sollst hier nicht nochmal machen, wa? Dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Okay, das hat sich doch überlappt und ich habe es doch trotzdem immer richtig verstanden. Wir brauchen da irgendwas. Na gut, ja gut, vielleicht beim Bruder von Sindarin. Durin. Wir werden sehen, Freunde. Das war's jetzt hier erstmal an der Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn es der Fall ist, gerne liken, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord und ist natürlich auch Ehrensache, ja? Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.